So, dann haben wir halt nur einen kleinen Text eben. Ja. Okay, al amigo. Die Vergütung sind diese Dinger da. Interessant, das ist das Endgame-Material. Jo. Ja. Alla Migo. Nette Gruppe, die sagt, wir sind schon mal high. Gefecht, alla Migo. Holen wir uns die Stadt zurück. Für Eosea. Wirst du das wohl lassen? Oh Gott! Oh Gott! Ich mache wirklich mit keiner Klasse so viel Schaden wie eigentlich mit einem Samurai. An die 10 und 20.000 kam ich auf jeden Fall nicht ran. Ich bin mal auf die Bosse gespannt, besonders auf den letzten, ey. Ich habe Angst! Wir haben ja schon gesehen, dass da ein bestimmter Gegner, dieser Hilbert, ziemlich krass drauf war. Sie sind beseitigt und der Weg ist frei! Ja! Für Eosea! Oh Gott! Ich muss schon sagen, müssen wir gegen die kämpfen? Eigentlich mag ich ja diesen politischen Scheiß nicht. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt her?
los geht's! Für Eorzea! Und er sagt für Amigo, was zur Hölle? Nee! Nee, den haben sie nicht reingebracht! Alter! Really? Ich bekomme gerade FF7-Vibes. Alter, das ist der erste Boss aus Final Fantasy 7! Wie cool ist das denn? Der Wachskorpion! Oh Gott! Der ist bestimmt... Hey! Zielsuchend! Wie unfair! Nein! Weg da! Weg da! Das habe ich zu spät gesehen! Das habe ich zu spät gesehen! Alter! Boah, dieser Elektroschock, ne? Was macht der da? Alter, hör auf damit! Du tust weh, aber ja schön. Oh Gott. Nein! Was ist los? Oh Gott! Oh Gott! Aua, 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 aua. Boah, ist der ätzend. Aber ich liebe sowas, also es ist jetzt... Wie geil ist das denn? Ich feiere das gerade, der Wachskorpion. Na, lass das, nein, nein, aus, aus, sei ein braver Skorpion, oh Gott. Oh Gott. Na, der ist tot. Oh, wenn ich brauche, dann nehme ich, ne? Wenn ich nicht brauche, nehme ich auch. Nice. Wer Bedarf macht, der bekommt es natürlich, solange kein anderer auch es braucht, ne? Meistens hat man als DD sowieso das Problem. Warte mal, habe ich jetzt wieder keinen Wind? Warum habe ich keinen Wind? Nice, Limit ist voll. Haben wir vorhin Limit gemacht? Ich freue mich schon mit Freunden mal wieder Dungeons durchzurocken. Das macht voll Bock. Und ich will ja noch Charakter leveln und so. Und ich will ja auch noch andere Charaktere halt spielen. Und da kommt das ganz gut, wenn jemand... Bock hat zu spielen, ne? Also mal wieder zu spielen. So, Klaus, der hat ja da was gesagt, dass er sich da nochmal holen wird. Und dann kann man ja Dungeons rocken. Zum Leveln sind Dungeons sowieso geil. Oh Gott. Uff.
Oh Gott! Feuer! Da kann ich so schön reinrotzen, euch Liebes. Fanden die gerade ihre eigenen Hunde? Alter, da hätte ich jetzt gern meine Kröte schon gehabt. Oh. Jetzt immer noch ein Beutel. Machen wir mal hier. Hier, Kröte. Oh Gott, ich hätte nicht mehr viel ausgehalten, ne? Oh, danke. Kam in letzter Sekunde. Juckte die Nase, da konnte ich nicht so schnell reagieren. Komm her, du. Oh, die geben auch keine Erfahrungspunkte mehr. Hätte ich gewartet, bis das Addon kommt, hätte ich jetzt hier auf jeden Fall locker wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Was bist du denn? Aulus mal. Asina. Ach, der Typ! LOL! Was? Der hält nichts aus! Aber der hat bestimmt so seine Tricks. Was meine ich mit Tricks? Ah, verdammt. Ich dachte, ich wäre nicht mehr im Bereich. Nein! Nato! Nikitai ni Tamashii ga! Ach komm schon! Wir sind wieder da! Alter, wie cool ist das denn bitte? Oh Gott, ich sollte nicht in diesen Attacken sein. Der hat uns aus unseren Körpern geholt, der Schweinehund. Oh nein. Oh, Scheiße. 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 Ich weiß nicht wohin. Ah, ich bin glaube, ja. Danke. Das war meine Dummheit. Obwohl, ja, Dummheit kann man nicht sagen, wenn man nicht weiß, wie das geht, ne? Erkenne deine Niederlage an! Danke für Protest. Wir protestieren! Ja,
funktioniert. Was zur Hölle? Oh, ich liebe es, auf mehrere Gegner einzudreschen. Jawohl! Aua! Laserfeld zerstört! Nochmal! Für Eorzea! Und jetzt Frosch-Attacke! Alter, das ist so geil, wenn das so viele trifft. Ich will da nicht rein! Noch einmal, hier! Bäh! Warum nicht? Oh, komm! Jetzt bist du dran. Eigentlich schade, das machen wir jetzt gerade nur, um halt jetzt die Story zu spielen. Man kriegt ja keine Erfahrungspunkte mehr, also leveln tun wir hier auf jeden Fall nicht. Aber dafür haben die Dungeons ja gute Rüstung als Belohnung. Weiter geht's, wir sind gleich beim Boss. Das sind die letzten beiden, habe ich recht? Also die sehen aus, als würden sie auf jeden Fall den Boss nochmal schützen. Und wir wissen ja alle, wer der Boss ist. Dieser alte Xenos, der Sack. Das wird mich jetzt treffen. Oh Gott. Hallo, danke. Wunderbar. Jetzt will er Stress. Alter, der wird sowas von wie Gilgamesch. Gilgamesch hat ja immer neue Schwerter gezogen. Oh Gott, und wurde dadurch immer heftiger. Xenos! Jay Galvus! Dein Ende ist nah! Ich habe keinen Plan, wie der funktioniert. Das wäre lustig!
Ich hab Angst, in dem Feld zu stehen. Ah, oh, falsche Kombi. Ah! Was macht der da? Ist das hier gefährlich? Darf man hier kloppen? Nein, darf man nicht. Also ein Heilfeld genau beim Boss ist eigentlich genau das Richtige. Das brauchen wir jetzt gerade. Hier, friss das! Da darf ich nicht hin. Einfach ruf! Ich vertraue darauf, dass wir das Richtige machen. Oh Gott! Ich krieg schon Schaden hier gerade. Wir müssen verhindern, dass er Äther sammelt, oder? Was? Wie? Ich bleib bei euch stehen. Oh Gott. Kann ich jetzt? Oder dass du mich gleich tötest? Ach komm schon, wir haben ihn gleich! Sorry. Nice. Dolche, wir bekommen Dolche. Geil. Oh, und jetzt kommt erstmal eine lange Sequenz, denke ich mal.